Ja, die Frage ist ja, wo liegt das Problem und kann man das überhaupt schaffen, das Problem zu lösen? Ich glaube, dass die Flüchtlinge eben gar nicht das Problem sind, sondern das Problem ist eigentlich eine relativ verkrustete Gesellschaft, in der wir leben. Wir haben es an vielen Ecken und Enden versäumt, unser Bildungssystem durchlässiger zu machen, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren, Wohnungsbau zu fördern. Und das fällt uns jetzt momentan alles auf die Füße und wir haben Boomern gefunden. Das sind momentan eben die Flüchtlinge, die kommen. Es gibt gute Gründe, schon in unserer Verfassung angelegt, dass wir politisches Asyl gewähren in den meisten Fällen. Viele der Leute wollen auch gar nicht hier bleiben. Und was machen wir in dieser Situation? Intellektuelle und die Leitmedien konzentrieren sich da auf die Schreihälse am rechten Rand, ohne wirklich mal zu gucken, was in der Gesellschaft passiert. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen eine Probebohrung ins deutsche Selbstverständnis. Wir brauchen eine öffentliche Debatte darüber, welche Gesellschaft wir eigentlich sein wollen und welche Vorstellung wir haben von Pluralismus, von einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und sind eigentlich da wieder gesellschaftlich auch gemeinsam mal zu reflektieren, was macht eigentlich unsere Gesellschaft aus. Und diese Demokratie, die muss man momentan verteidigen, weil es gibt sehr viel mehr gesellschaftliches Potenzial eben in der doch oft so kritisierten Mitte der Gesellschaft, die unglaublich weit ist eigentlich in ihrem demokratischen Selbstverständnis. Und ich glaube, das muss man eben fördern. Und das kann man auch fördern, indem man es artikuliert.